Hallo zusammen, guten Tag. Heute möchte ich euch gerne eine Frühlingsschale zeigen, die ihr selber machen könnt. Und zwar für außen, vor der Haustüre oder auf dem Balkon, in den Garten, auf die Terrasse, solche Sachen. Das ist eine ganz einfache, normale Plastikschale, eine gebrauchte, da braucht ihr keine neue kaufen, könnt ihr das nehmen, was ihr zu Hause habt. Ich habe sehr schöne Stiefmütterchen eingekauft, schaut mal, ganz tolle Pflanzen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zubehör dazu, das sind ja so Bohnenranken. Ich habe Birkenäste, Weiden, ein bisschen Palmkätzchen. Ich habe noch ein bisschen Laub und Efeu geschnitten. Und wir brauchen natürlich Erde und ein bisschen Moos und ja, ein bisschen Eierschalen, so Dekorationsartikel. Also, dann wollen wir mal damit anfangen. Die Erde habe ich schon hier vorbereitet. Mir ist es immer ganz wichtig, dass ich eine gute Pflanzerde nehme. Das solltet ihr auch darauf achten, dass ihr eine schöne, lockere Erde habt. Nicht so viel Schwarzdorf, sondern eine schöne braune Erde, ein bisschen humose Erde. Dann wachsen die Pflanzen einfach besser da drin. So. Die Stiefmütterchen vorsichtig austopfen. Die sind manchmal festgewurzelt an dem Topf. Das sind so schöne Farben jetzt. Das zarte Gelb sieht so toll aus. Schaut mal. Ich pflanze das einfach so ringsrum. Das ist eine ganz prächtige hier, schaut mal. Die nehme ich mal für die Mitte, dann füllt die mir gleich den Mittelpunkt ein bisschen. Dieses Hellblau, das ist einer meiner Lieblingsfarben. Die mag ich bei Stiefmütterchen besonders gerne. Die nehme ich auch für meine eigenen Kästen am Haus entlang, weil meine Fensterläden so blau sind. Dann passt das immer sehr schön dazu. Das hier ist so eine schöne Farbe hier. Ihr seht, ich habe die Erde ziemlich aufgefüllt, dass es so ein bisschen hügelig ist hier in dem Bereich. Dann sieht das nicht so platt aus. Ist unsere Schale schön voll. Ein bisschen verteile noch die Erde hier, dass es gut auch am Rand aufgefüllt ist. Wenn sowas passiert, ist überhaupt kein Problem. Die könnt ihr euch in ein Bäschen stellen, dann hält die auch sehr gut in der Vase oder ihr trocknet es nachher. Stiefmütterchen getrocknet sind auch super schön. Die kann man dann auch für die Kränze verarbeiten und einfach draufkleben. So, jetzt haben wir wenigstens schon alles gepflanzt. Und damit uns die Erde dann nachher nicht gleich beim Gießen rausschwemmt, decke ich das Ganze mit Moos ab. Einen kleinen Moosrand außenrum. Das ist ganz hübsch. Seht ihr, jetzt ist schon alles abgedeckt hier. Ein bisschen den Arbeitsplatz sauber machen. So.
Das gibt nachher eine ganze Fülle, wenn das blüht. Hier habe ich jetzt diese Ranken, das sind ja diese Bohnenranken. Die rolle ich dann gleich schon immer auf, wenn man sie runter macht von den Stangen. Ja? Dann werden die gleich schon zu solchen Kränzen geformt. Und dann brauche ich die nachher nur noch da reinzusetzen. Und ihr seht, dann ist schon die erste Deko ganz schnell fertig. Dann habe ich hier diese Birken, da habe ich so weiche, schöne, lange Birkenzweige. Und die klemme ich die Stiele jetzt da seitlich in diesen Kranz rein. Und verknote das auch gleich so ein bisschen. Stecke das da rein und ziehe dann diese langen Ranken hier einfach durch. Ihr seht, hier ist der Anfang der Birke. Das kann ich ein bisschen anheben und so drumherum wenden. Und es darf ruhig so ein bisschen abstehen und so ein bisschen struppig sein, ja, dass es nicht so geschleckt aussieht. Der Frühling ist ein bisschen wild und so darf dann auch die Schale aussehen. Das gleiche mache ich dann hier mit den Weiden. Einfach durch und auch durchwinden, durch dieses ganze Geäst. Das ist die Trauerweide, die macht sich natürlich sehr schön, weil die Zweige so schön leicht sind und biegsam. Hier immer wieder mal durchfädeln. Auch das einfach durch die Zweige winden. Noch einen großen habe ich hier. Also einfach auch mal ein bisschen ab einkürzen, wenn es zu lang ist. Das kann das nicht machen. Das hält jetzt sehr gut im Freien. Da kann es auch mal drauf regnen, da passiert nichts. Wenn sowas ganz absteht, könnt ihr mit so einem kleinen Rebdraht das hier zusammenbinden. Einfach an dem nächsten Zweig anbinden und rumdrehen. Und schon haben wir dann einen guten Halt. Und es kann sich nicht aufdröseln. Da muss man nicht viel dran machen, das ist einfach zweimal rumgezwirbelt, dann ist es fest. Um dem Ganzen noch ein bisschen einen grünen Effekt zu geben, habe ich schöne Efeuranken geschnitten. Auch die stecke ich einfach so dazwischen und fädel die auch so durch diese Weiden durch. Dann haben wir ein bisschen Grün dabei. Der will nicht so, wie ich will. Also, dann musst du dahin. Auch hier einfach so mal drunter schieben. Noch ein bisschen von dem Buchenlauf geschnitten.
Das gefällt mir auch immer noch, weil die Jahreszeit ist einfach noch blattlos. Ja? Die Bäume haben noch keine Blätter, aber es sind immer noch diese Winterblätter drauf. Und ich mag das ganz arg, in solchen Arbeiten auch doch noch den Winter durchschauen zu lassen. Es ist ein kleiner Durchblick noch praktisch für die letzten Monate, und in der Mitte haben wir dann den Blick schon auf das Frühjahr und auf die schöne Zeit und hoffentlich bald warme Zeit. Die letzten Palmkätzchen habe ich noch geholt. Fangen jetzt schon an zu blühen. Aber da gibt es immer noch einen Strauch, den hatte ich schon vor Wochen geschnitten. Aber der war in einem Wassereimer gestanden und dann treiben die natürlich schnell aus. Aber es macht sich trotzdem hübsch. Und die Bienen kommen dann natürlich schon gerne, weil da ja die Blüten dran sind. Und sie haben schon ihre Staubgefäße entwickelt. Um das Ganze noch ein bisschen zu schmücken, klebe ich jetzt noch ein paar Schneckenhäuschen drauf. Ich hoffe, dass meine Klebepistole heiß genug ist. Ja. Die setze ich hier so einfach ins Laub rein. Oder auf ein Blatt drauf. Natürlich noch ein paar Ostereier dazu, also Eierschalen. Die dürfen jetzt in dieser Zeit nicht fehlen in unseren schönen Bepflanzungen. Das gehört einfach zum Schmuck dazu. Noch ein paar Federchen. Das sind so Perlenfedern. Die klebe ich dann auch nur so auf die Ranken drauf. So, und ihr seht, wie schnell das geht. Und rucki zucki habt ihr einen schönen Frühlingskorb gemacht oder Frühlingsschale. Also wie gesagt, das Gefäß spielt keine Rolle, was ihr dazu nehmt. Das, was ihr daheim habt. Von den Federn mache ich nicht so viele drauf. Die müssen wir noch mal ein bisschen hier anbinden. Den Ast hier, sonst schnalzt er uns da weg. Das wollen wir ja nicht. Dieser Natur-Bindedraht hier, das ist mit einer Papierkordel praktisch umhüllt. Und da kann ich noch ein bisschen Kissen-Euphorbie hier in die Mitte rein. Die Fäden von der Klebepistole muss man natürlich entfernen. Und hier kommt noch ein bisschen von der Kissenhaarfarbe dazu. Da braucht man auch nur ganz wenig. Das kann man auch nochmal aufteilen. Das lege ich einfach nur so dazwischen rein, also da mache ich jetzt kein Draht dazu oder sowas, sondern einfach nur so in die Erde rein,
Das hält ganz gut. Dann kann man auch von dem Laub noch ein bisschen dazu machen. Sieht das aus, als wenn das da so gewachsen wäre. So, ihr seht, jetzt haben wir unsere Schale schon fertig. Schaut euch das mal an, von allen Seiten ist es wirkungsvoll. Ich kipp das jetzt mal ein bisschen, dass ihr das auch von oben sehen könnt. Schaut mal, das ist doch ein richtiger leuchtender Punkt vor eurer Haustüre oder auf der Terrasse. Da werden euch die Nachbarn drum beneiden. Das war's heute schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.